Zurück vom Börsentag in Frankfurt. Eine neue spannende Börsenwoche liegt vor uns. Auf was Sie sich einstellen können, gleich auf Aktienlust TV. Ja, herzlich willkommen zur Börsenwoche hier auf Aktienlust TV. Die, die das öfter schauen, die wissen das. Wir zeichnen diese Sendung vor Börsenstart in Frankfurt auf. Natürlich noch von den Eindrücken der Vorwoche, natürlich auch von den Eindrücken vom Börsentag in Frankfurt. Wir haben Ihnen ja ein kleines Video gedreht dazu mit Nicole vom Börsentag. Ja, dort war natürlich einiges los. Viele Besucher waren da, einige Aussteller haben abgesagt, teilweise sogar in letzter Sekunde. Klar, das Coronavirus, heute sogar Terminabsagen reinbekommen. Also man trifft sich noch nicht mal auf Geschäftsebene wegen Coronavirus. Da gibt es die Direktive von oben, vermeiden Sie aktuell Kontakte nach außen. Also da sieht man schon, wie dieses Thema einfach die Märkte im Griff hat und die Unternehmen im Griff hat. Es gibt natürlich auch immer wieder Kommentare ja unter unseren Videos, dass wir ja über dieses Thema hier referieren. Wir sind doch keine Virologen etc. Gar keine Frage. Wir sind keine Virologen. Und wenn ich mir die letzte Woche aber die Sendung mit den Fachleuten angesehen habe, dann können wir natürlich uns das ein oder andere zusammenreimen und natürlich auch Schlüsse ziehen. Unsere Expertise liegt natürlich auf der wirtschaftlichen Seite und auf dem, was eben da passiert, was monetär passiert, was die Wirtschaftsabläufe passiert etc. Und natürlich sind manche Dinge vergleichbar mit anderen Krisen systembedingt. Also auch in 2008, 2009, da ging kein Rad mehr, dann waren die Fabriken zu, es wurde nichts mehr produziert. Auch damals war es eine extreme Störung der Wirtschaftsprozesse, also wirklich ganz neu ist es nicht. Natürlich, was aktuell der Fall ist, und das dürfen wir natürlich nicht verharmlosen, ist diese Ungewissheit. Die Ungewissheit, welchen Zeitraum all das jetzt in Anspruch nimmt, was da noch vor uns liegt. Ja. In China gibt es ja erste Anzeichen dafür, dass man mit dieser Eindämmungspolitik, was den Virus angeht, da doch erfolgreich ist. Ich habe jetzt nochmal auch von offizieller Seite gehört, dass man durchaus den chinesischen Zahlen zumindest weitgehend Glauben schenken kann. Das sind ja auch Expertenteams da unten vor Ort und schauen sich an, was da passiert. Und auch natürlich die ersten Entwicklungen hierzulande, die lassen zumindest darauf schließen, dass die meisten Verläufe derjenigen, bei denen man das Coronavirus ja wirklich auch festgestellt hat, doch eher mild verlaufen. Das macht Hoffnung. Dennoch, klar ist, wenn Börsentage abgesagt werden, wenn Messen abgesagt werden, wenn vielleicht sogar Überlegungen stattfinden, ja, den Reiseverkehr einzuschränken, das ist natürlich etwas, was kurzfristig sich niederschlagen wird. Und wenn die OECD, wie heute früh eben, dass die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft reduziert, dann weiß man natürlich, dass das auch in diesen Kreisen letztendlich angekommen ist. Aber auch hier natürlich weiß niemand, wie tief das noch seine Kreise ziehen wird. Aber wie gesagt, wir dürfen eben hoffnungsvoll sein, wenn wir nach vorne schauen. Alle sind sich eigentlich einig, und dass man irgendwie um die Jahreswende herum plus minus 2-3 Monate ein Gegenmittel oder einen Impfstoff gegen dieses Coronavirus entwickelt haben werden wird. Und von daher wird sich auch irgendwann wieder die Wirtschaft in die Normalität wiederfinden. Und dann werden natürlich auch alle Maßnahmen, die jetzt getätigt werden, ihren Niederschlag finden. Und die Notenbanken, die stehen Gewehr bei Fuß. Gerade die Fed in New York hat noch einige Möglichkeiten. Auch die chinesische Zentralbank hat da noch einiges, was da zu tun ist. Und von daher, auch das wird natürlich das Abwärtsrisiko dann doch irgendwo minimieren, weil nochmal zur Erinnerung, dass Aktienkurse stabil bleiben können, obwohl vielleicht die Gewinne rückläufig sind, obwohl auch die Umsatzschätzungen rückläufig sind, das hängt einfach davon ab, Interesse oder Angebot und Nachfrage. Und wenn eben Aktien gekauft werden aus Mangel an Alternativen, dann können sich die Aktienkurse auch auf einem gewissen Niveau halten. Ich glaube zwar nicht, dass uns jetzt kurzfristig die Kurse wieder nach oben davonlaufen, aber dass wir zumindest in irgendeiner Form in den nächsten Wochen ein Stabilisierungsniveau
erreichen werden, auf denen man da auch wieder investieren kann. Natürlich spreche ich heute dann auch mit Mick nochmal darüber, den ich jetzt herzlich in Frankfurt begrüße. Ja, Mick, die letzte Woche, die hat richtig reingeschlagen. Coronavirus hatte doch die Märkte im Griff, die Anleger ängstlich. Ja, was ist deine aktuelle Einschätzung dazu? Ja, Jürgen, vollkommen richtig. Das war eine schwarze Woche. Letzte Woche für den Leitindex, für den DAX, wie genauso für den Eurostox. Beide in der Verlustzone von 12% auf Wochensicht. Der DAX aber 11.890 Punkten raus. Aber auch die Amerikaner, ja, die gehen natürlich nach unten am Freitag nochmal 1,6% im Minus. Der Dow Jones bei 25.358. Aber selbst Gold wurde abverkauft, Jürgen. 3,6% ging es für Gold nach unten, 1.586. Natürlich preist die Börse gerade die schlechten Nachrichten rund um den Coronavirus ein. Und so manch einer hat natürlich auch verständliche Ängste davor, dass halt eben Europa, Deutschland, Italien natürlich jetzt in eine Rezession schlittern könnten. Es ist natürlich verständlich, dass jetzt natürlich in den nächsten Tagen die Volatilität steigen wird. Das ist klar. Da werden natürlich die guten Nachrichten natürlich dazu genommen, dass die Märkte wieder nach oben gehen. Aber sobald es dann wieder eine schlechte Nachricht von der Coronavirus-Front gibt, werden die Märkte dementsprechend dann auch wieder abtauchen. Das ist das Szenario, was wir in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich an den Börsen dann dementsprechend zu erwarten haben. Ja, Mick, gerade jetzt der Ausverkauf beim Goldpreis hat man schon gesehen, da ist Liquiditätsbedarf gewesen, da wurde verkauft. Ja, was erwarten jetzt die Makler und Analysten für die weitere Zeit? Ja, vollkommen richtig. Man hat natürlich dann zumindest die Hoffnung, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2020 besser aussieht, dass vor allen Dingen dann die sogenannten Aufholeffekte durchschlagen und dass wir natürlich jetzt noch Schützenhilfe bekommen von den Notenbanken, von der Federal Reserve oder von der EZB auch. Ja, die Federal Reserve an der Spitze mit Jerome Powell. Jerome Powell hat ja schon gesagt, dass er die Wirtschaft auf jeden Fall unterstützen wird. Naja, und so gehen die Anleger, die Börsianer, klar davon aus, dass es eventuell dieses Jahr noch 2 Zinsschritte in den Vereinigten Staaten nach unten geben könnte. Der Zins ja aktuell bei 1,5 bis 1,75%. Ja, und die erste Zinssenkung könnte dementsprechend schon im März auf die Anleger zukommen. Ja, dahingehend hat natürlich unsere Europäische Zentralbank kein Pulver mehr zu verschießen. Da liegen wir natürlich jetzt schon längere Zeit im Minuszinsbereich. 0,5% sind es genau, aber auch der könnte noch mal weiter ausgeweitet werden, dann auf 0,6%. Das würde natürlich auf der anderen Seite den Banken mehr als nur schaden. Die haben sowieso schon Ängste und Befürchtungen, dass sie hier mit Kreditausfällen rechnen müssten. Aber das dürfte so in etwa das Szenario sein, was uns die nächsten Tage bevorsteht. Und wir sehen ja, von der Politikseite aus könnte es dementsprechend dann auch nochmal Hilfe und Unterstützung geben. Donald Trump in den Vereinigten Staaten stellt ja schon 2,5 Milliarden US-Dollar bereit. Naja, aber wenn wir jetzt hinschauen, ja, der US-Präsident, der ist relativ zuversichtlich, hat er schon dazu aufgerufen, seine Landsleute jetzt Aktien zu kaufen. Ja, da sperren und wehren sich natürlich die großen Analystenhäuser wie Nouriel Roubini-Gar oder halt eben Robert Shiller vom Case-Shiller-Haus-Preisindex. Die sehen dann eher dann doch auf der anderen Seite ein Szenario, dass es weiter noch nach unten gehen könnte, dass wir einen Crash kriegen, 30 bis 40%, also abtauchen insgesamt, muss man sagen, und auf der anderen Seite uns dann in einem sogenannten Bärenmarkt befinden. Auch das sind natürlich die aktuellen Meinungen. Ich meine, dass die Unternehmen aktuell keinerlei Prognosen mehr rausgeben, Jürgen, das ist wohl umso verständlicher, nachdem vor allen Dingen Apple und Microsoft ja hier schon im Markt mit Gewinnwarnungen aufwarten mussten, ist es natürlich verständlich, dass die Unternehmen sich da zuerst einmal zurückhalten und dass das erste Quartal 2020, also das gerade laufende, natürlich nicht allzu gut ausfällt. Ich meine, da müssen wir großartig kein Wort mehr drüber verlieren. Ja, Panik ist immer der schlechteste Ratgeber und da sind wir uns ja einig, jetzt ist es zu spät, sich von guten Aktien zu trennen. Kommen wir zum Samstag-Börsentag in Frankfurt. Was war jetzt eigentlich dein Empfinden zu diesem Tag? Ja, wir haben noch ein paar Zahlen diese Woche wie heute zum Beispiel von Rheinmetall oder morgen am Dienstag von Beiersdorf, von HelloFresh am Mittwoch, dann von Evonik oder Dialog Semiconductor am Donnerstag, dann nochmal Merck,
Vonovia Continental und ProSieben Sat.1. Aber die Quartalsberichtssaison, klar ist natürlich jetzt mittlerweile auch seit 10 Tagen seit dem Coronavirus dann doch eher peripher betrachtet worden. Da schaut man natürlich eher auf die News-Ticker, was es Neues vom Coronavirus gibt. Das ist natürlich auch zu verständlich. Aber nochmal abschließend gesagt, wir hatten ja am Wochenende Börsentag am Samstag in Frankfurt, Jürgen. Und ich muss sagen, ich war dann doch zumindest erfreut, dass nicht alle Gäste weggeblieben sind. Nein, wir hatten sogar einen regen, einen guten Publikumsverkehr. Unser Saal, als wir unseren Vortrag hatten, war voll. Natürlich sind die Menschen momentan ängstlich, wenn es natürlich auch nicht nur um ihre Gesundheit, sondern auch um ihr Portfolio geht. Aber das, was ich natürlich nach wie vor geraten habe, bitte jetzt keine großartigen Panikverkäufe zu tätigen, auszuhalten, bitte Nerven zu behalten, das kam dann doch beruhigend sicherlich bei unseren Zuschauern an. Und ich muss sagen, es hat mir dann doch viel, viel Spaß gemacht, mit dir zusammen auf der Bühne wieder zu stehen und die ein oder anderen Titel dann halt eben auch fürs Portfolio vorzustellen. Ja, inwieweit die Börsentage natürlich jetzt auch darunter leiden werden, dass man halt eben hier Messen bzw. Großveranstaltungen der Börsentage aufgrund des Virus nicht stattfinden lässt, das werden wir natürlich auch erst in den kommenden Tagen erfahren. Aber wie gesagt, wir haben beruhigend eingewirkt und ich denke, dass das auch viele unserer Zuschauer und viele unserer Zuhörer am vergangenen Samstag sehr, sehr wohlwollend aufgenommen haben und vor allen Dingen, dass wir nach wie vor dann doch eher optimistisch als pessimistisch sind. Ja, danke, lieber Mick, nach Frankfurt. Wir haben ja noch ein paar Videos vom Börsentag. Du hast ja mit Heiko Thieme gesprochen und ich übrigens mit Trainerlegende Dragoslav Stepanovic. Wir waren ja mit unserem Partner eToro da am Börsentag in Frankfurt und eToro Premium-Partner von Eintracht Frankfurt. Und die haben den Steppi an den Stand gelotst und ich durfte mit ihm ein Interview führen. Mehr über Fußball, aber natürlich seine Lebensweisheit beim Fußball war ja schon eine, die man auch durchaus auf die Börse übertragen kann. Egal was passiert, Leppe geht weiter. Und natürlich geht das Leben auch an der Börse weiter. Und wir dürfen, wie gesagt, perspektivisch wieder zuversichtlich sein. Ich gehe davon aus und behaupte mal, dass wir in 2021 auch wieder neue Rekorde in den großen Indizes sehen werden. Die Frage ist natürlich, wie ich diese Zeit bis dahin irgendwie überstehe, überbrücke oder auch eben positiv nutze. Wenn Sie unserer Empfehlung gefolgt sind, eben Cash aufzubauen, dann sollten Sie diese Liquidität immer noch nicht einsetzen, sondern abwarten. Ich glaube nicht, dass uns die Kurse jetzt davonlaufen und wenn überhaupt, wirklich mal an solchen Paniktagen anfangen, etwas aufzubauen oder auszubauen. Wir haben schon, wenn Sie den Fear and Greed Index ansehen, 10% aktuell sind nur noch optimistisch, extreme Furcht, Volatilität extrem hoch. Also das sind schon Stimmungsindikatoren, die zumindest kurzfristig darauf schließen lassen, dass wir in einer überverkauften Marktlage sind. Das heißt, wir dürfen auch mal auf eine technische Zwischenerholung hoffen, setzen. Natürlich werden das Trader auch tun und versuchen, das ein oder andere Schnäppchen da mitzunehmen. Ob Sie das als Privatanleger tun sollten, natürlich die Trader unter Ihnen, die da nah dran sind, können das ein oder andere riskieren. Die etwas vorsichtiger, etwas langfristiger arbeiten, die sollten das nicht tun. Weil, wie gesagt, wir sollten einfach noch mal ein bisschen ein Niveau finden, ein bisschen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben noch mal einen richtig satten Ausverkauf. Dann werden wir hier auch aktiv und sagen, so, jetzt gilt's. Wir arbeiten auch wieder in einer Abstauberliste, das möchte ich auch erwähnen, die wir Ihnen zur Hand geben, wo wir ein bisschen diese Niveaus austarieren, die passieren könnten, vielleicht auch als Worst-Case-Szenario für alle Fälle. Ich komme da gleich nochmal darauf zu sprechen, wenn wir uns ein paar Indizes anschauen. Das werden wir sicherlich auch tun. Aber wie gesagt, die Langfristinvestoren unter Ihnen, die wirklich gute Qualität haben, es ist jetzt zu spät zu verkaufen, auch wenn die Aktien vielleicht auch nochmal 20% verlieren sollten. Aber da muss man jetzt durch, weil die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt verkaufen, diese Qualitätsaktien fallen nochmal 20%. Die Nachrichtenlage, die wird noch schlechter werden, da können Sie sich drauf verlassen. Ob Sie dann den Mut haben, dann wieder reinzugehen, das stelle ich mal in Frage. Also dann lieber Augen zu und durch an diesem Punkt. Und wie gesagt, auf die kommende Erholung dann setzen.
Gut ist natürlich, wer liquide Mittel hat, der kann jetzt eben antizyklisch sich schon mal zumindest auf die Lauer legen. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Indizes an, wie den DAX. Ganz scharfe Korrektur, Sie sehen es natürlich am rechten Rand. Ja, die nächste Unterstützung liegt eigentlich im Bereich von 11.600 Punkten. Aber wie gesagt, ob die hält, das muss man sehen als Endziel einer Korrektur. Wir können uns durchaus auch vorstellen, dass wir wirklich im Verlauf der nächsten Wochen vielleicht auch nochmal in Richtung dieser Tiefskurse aus 2018 abtauchen, als eben der DAX im Bereich von 10.500 Punkten notiert hat. Das wäre natürlich dann ein Niveau, wo wirklich viele, viele unserer Favoriten dann wirklich zu absoluten Schnäppchenkursen haben, wenn ich da ähnlich an die Dividendenaktien wie eine Allianz oder eine Münchner Rück. Weil wie gesagt, Allianz Beispiel, 9,60 Euro Dividende, die notiert jetzt unter 200 Euro. Vielleicht, wenn sie auf 180, 170 Euro korrigieren würde, da erhöht sich natürlich die Dividendenrendite. Das sind so Dinge, die man dann definitiv im Fokus haben sollte. Der S&P 500, wir haben natürlich ein kurzfristigeres Zeitfenster. Auch hier sieht man diesen scharfen Einbruch. Und da komme ich gleich nochmal, dass Sie sich das merken. Je schärfer eben ein Markt korrigiert, desto kürzer ist in der Regel auch so eine Korrekturphase, auch wenn sie unterschiedliche Verläufe nehmen kann. Wir haben hier die 2800 als Auffangbecken, aber wie gesagt, in einer Übertreibung können wir nicht ausschließen, dass es auch nochmal auf 2600 geht. Das ist natürlich absolut drin, weil wie gesagt, wie lange sich diese Phase jetzt noch zieht, das weiß einfach niemand. Der Nasdaq 100 ist schon nah an unserem Ziel von 8.000 Punkten dran. Natürlich hier, wenn Sie sich die großen Aktien anschauen, die ja in allen ETFs drin sind, wenn hier natürlich auch mal Verkaufsaktionen starten, dann kann es auch mal kurzfristig vielleicht sogar auf 7.000 gehen, was dann natürlich extrem gute Kaufniveaus uns bieten würde, weil, wie gesagt, gerade die großen IT-Aktien, die werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das sind ja kerngesunde Unternehmen mit gigantischen Barreserven. Und wenn es da mal scheppert, die Unternehmen haben substanziell überhaupt gar keine Probleme. Sie werden eher die schwächelnde Konkurrenz dann zu Billigpreisen aufkaufen und gestärkt aus der Krise hervorgehen und dann auch irgendwann neue Rekordergebnisse erzielen. Also das wird spannend sein, das zu beobachten und ja, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Der Nikkei, wie gesagt, oben abgeprallt bei den 24.000 Punkten. Wir wissen hier, die Notenbank ist hier aktiv am Markt, könnte natürlich Richtung 20.000 Punkte da auch wieder intervenieren und auch selbst als Aktienkäufer in Erscheinung treten. Wie gesagt, der Abverkauf beim Goldpreis am Freitag, das war interessant. Also im Grunde genommen wurde alles zu Geld gemacht, was möglich war. Auch eigentlich das vermeintliche sichere Ufer eben im Bereich des Goldes. Die Minenaktien haben korrigiert, alles wurde gemacht. Da gab es wahrscheinlich auch Schieflagen, wo man verkaufen musste. Auch computergesteuerte Programme. Aber solange der Goldpreis noch über 1540 Dollar notiert, ist da überhaupt nichts technisch angebrannt. Das ist also absolut möglich. Ich meine, die 200-Tage-Linie, die ja steil nach oben schießt, die ist ja gerade mal bei 1480 Dollar. Also das ist sogar etwas, wo ich jetzt sagen könnte, wenn wir hier nochmal das ein oder andere machen oder Sie, wenn Sie da vielleicht noch nicht investiert sind bei unseren Goldfavoriten, das wäre hier definitiv eine Option. Zum Schluss habe ich Ihnen noch mal ein paar Charts mitgebracht, um Sie für so Korrekturverläufe zu sensibilisieren. Ja, einmal den Dow Jones um dieses Jahrtausendwende herum, 2000 bis 2003, wo wir ja die Internetblase haben, also der Nasdaq damals sehr steil gecrashed, der Dow Jones ist in eine Bass übergegangen. Und Sie sehen, die hat sich eigentlich über fast 3 Jahre hinweggezogen. Also der Höhepunkt war ja erreicht im Grunde genommen Anfang 2000 und der Tiefpunkt war erreicht Ende 2002 und da hat man sich dann irgendwie stabilisiert und das war wirklich etwas, was in der Korrektur ähnlich ist eigentlich wie Aufschwungphasen laufen. Normalerweise Aufwärtstrend
die laufen treppenförmig, fast immer ab. Ja, immer Step by Step geht es weiter nach oben. Bei Korrekturphasen gibt es eben unterschiedliche Verläufe. Einmal in Form einer längeren Bass, wie wir es hier sehen im Chart, oder eben auch in Form steilerer Abverkäufe. Einen weiteren Einbruch hatten wir in 2008 dann gesehen. Eigentlich waren die Kurse, hatten ihre Höchststände schon Ende 2007 erreicht. Dann ging es erstmal langsam nach unten und dann ab dem Sommer 2008 hat sich das dann beschleunigt mit dem Tiefpunkt im März. Ja, generell auch interessant, sowohl eben in 2003 als auch in 2009 gab es nochmal solche Tiefpunkte Mitte März. Also vielleicht auch ein Indiz für dieses Jahr. Und da sehen Sie eben diese V-förmige Erholung. Also da ging es jetzt zum Schluss richtig nach unten und eben schnell dann auch wieder nach oben. Das ist etwas, was wir eben in dieser Zeit gesehen haben. Das war schon fast ja ähnlich wie ein Fahrstuhl. Den Fahrstuhl, den sehen wir jetzt. Also dass ein Aufwärtstrend eigentlich innerhalb von wenigen Tagen, Wochen wirklich werden die Gewinne komplett abgegeben. Und das spricht dafür, dass der aktuelle Korrekturverlauf noch etwas kürzer ist als die Korrekturen damals. Also da dürfen wir einfach hoffen, dass wir hier irgendwo einen schnelleren Rebound sehen. Ob der V-förmig verläuft oder eher U-förmig in der Form einer Bodenbildung, bevor es wieder anzieht, was eher meine Vermutung ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier irgendwo ein Niveau finden, auf dem wir uns einpendeln, auf dem Stabilisierungsversuche starten, vielleicht auch immer wieder mal technische Erholungsversuche, die wiederum nach unten laufen, ehe wir dann wieder langsam den Weg nach oben einnehmen werden. Weil eine Sache, und da bleibe ich dabei, wenn der Markt realisiert hat, dass man das Risiko Corona im Griff hat, dann wird man die Produktionsmaschinerie wieder anschmeißen, dann wird man die Lieferketten wieder aufbauen und dann wird man relativ schnell unterstützt durch extrem viel Liquidität, vielleicht auch durch Konjunkturprogramme etc. auch wieder die Wirtschaft auf Vordermann bringen. Und dann werden sich auch Chinesen und Amerikaner zusammensetzen und relativ schnell auf einen Handelsdeal einigen, möglichst noch in diesem Jahr, damit Donald Trump auch seine Chance auf die Wiederwahl bewahrt und die Chinesen auch wieder richtig Rückenwind bekommen. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders und wieder deutlich freundlicher aus. Das ist ja unser Credo, dass wir ängstlich werden, wenn andere gierig sind, dass wir dann zur Vorsicht mahnen und dass wir eigentlich zuversichtlicher werden, wenn die Kurse fallen, und dass wir da nach vorne blicken. Diese Geschichte, dass die Nachrichten noch schlechter werden, aber die Kurse schon wieder die positivere Zukunft einpreisen, das erwarten wir auch in diesem Jahr. Danke fürs Zuschauen. Wir bleiben am Ball. Morgen ist der Mick hier wieder in Fulda. Dann können wir den heutigen Tag dann noch mal Revue passieren lassen und Ihnen auch den ein oder anderen Rat noch mit auf den Weg geben. Wir versuchen wirklich für Sie hier ja am Ball zu bleiben, Sie hier durchzuführen. Wir sind natürlich keine Propheten, auch wir haben nicht die Weisheit gefressen. Also wir müssen natürlich auch aufgrund uns oder mit unseren Erfahrungen arbeiten. Und da haben wir reichlich davon und die versuchen wir hier auch einzubringen. Unfehlbar sind wir natürlich nicht, aber wir lagen in den letzten 30 Jahren deutlich mehr richtig als falsch. Und das sollte für Sie einfach ein guter Hintergrund sein, damit Sie auch künftig mehr richtig als falsch machen. Deswegen freuen wir uns über Ihr positives Feedback, dass Sie uns weiterempfehlen und dass Sie die Aktienlust möglichst weit in dieses Land reintragen, denn das ist absolut notwendig. Danke fürs Zuschauen, Ihr Jürgen Schmidt.